Ton hinten, dann werden die noch rangeholt von irgendeinem größeren. Dass ich ja ganz sicher ist. Aus irgendeinem Wirtsopanel. Hey, Unila. So, und. Wenn ein so einer ranholt, so, dann wird das ja irgendwie ein Druck immer massiver. Also wenn man da nicht drauf reagiert, dann hat man eine Zigarette geraucht und ein Flugzeug raus zu gern durch so ungefähr. Dann holt man sich raus aus der Sicherheitsmasse, guckt kurz, was er kann. So, mein Gott, kommt er ja raus. Oder was kommt da raus? Geht's bei eins. Und erstmal gucken, wie groß der ist. Ungefähr so. So groß ist der. Dann gucken, vielleicht, was der wiegt. Ah, so, was wiegt der? Und gucken, ob frei ist. So. Dann kommt sie ja mit den Techno-Waffen und so. Ja, und dann müsste das ungefähr so die Rausholgeschwindigkeit sein. So irgendwas rausholen. So. Und damit dann losfliegen ist gut, wenn man reinkommt, bevor die Deckung unten zu ist. Aber das Beste ist, erstmal damit eine Teetasse zu machen und dann überall rauszuwischen. So. Und das ist wie die Asia-Methode sozusagen. Dass man sich nicht bekleckert oder so. Das ist natürlich schlecht. Also so ein Mann hat natürlich Hochrevers und seine Reputation vernichtet und niemals Schlawickelpakete gehabt, so, ne? Ist ja klar.